Das Aldi Notebook Medion Eraser Beast X25 ist eine echte Kampfansage an die etablierten Player auf dem Gaming-Markt. 2699 Euro ist da kein Discounterpreis. Dafür steckt in dem Gerät aber auch Top-Hardware. Ob und für wen sich der Kauf lohnt, verrät der Test von Computerbild. Im Test sorgte ein kräftiger Ryzen 9 Prozessor aus AMDs aktueller Generation mit 8 Rechenkernen und bis zu 4,6 GHz für enormes Tempo. Geschwindigkeitstests mit leistungshungriger Software besteht das Beast X25 mit Topwerten. Üppige 64 GB Arbeitsspeicher tragen ihren Teil zu einer solchen Leistung bei. Zur gleichen Zeit riesig und schnell ist die 1,9 TB große NVMe SSD. Endlich mal ein Laptop, dessen Speicher man nicht aufrüsten muss. Wer will, kann das allerdings tun. Eine weitere NVMe SSD findet noch Platz. Die verbaute GeForce RTX 3080 Laptop sorgt für kompromisslose Grafikpower. Spiele in Full HD laufen problemlos, AAA-Brocken wie Cyberpunk 2077 oder Multiplayer-Spiele wie Escape from Tarkov liefen durchschnittlich mit 120 Bildern pro Sekunde. Auf einem externen Monitor mit 4K-Auflösung waren immerhin noch 33 FPS drin. Wer etwa Schatten- und Texturqualität etwas runterregelt und Raytracing ausschaltet, kann Spiele auch in 4K flüssig genießen. Der beste Kompromiss ist vielleicht eine Displayauflösung von 2560x1440 Pixeln. Hier zockt man mit mehr als 60 FPS bei voll aufgedrehten Effektreglern. Der Bildschirm lässt die Spiele auch richtig gut aussehen. Geringe Schaltzeiten und eine Bildwiederholrate von bis zu 165 Hertz schmeicheln dem Auge und verbessern sogar das Spielgefühl. Beim Arbeiten gefällt das Display dank einer gleichmäßigen Ausleuchtung. Es gibt nur geringe Helligkeitsabweichungen. Dazu kommt eine genaue und sehr natürliche Farbwiedergabe. Mit diesem Display kann man auch professionell Fotos und Videos bearbeiten. Trotz Superhardware hält das Medion mehr als 5 Stunden im Akkubetrieb durch. Weit mehr als viele Mitbewerber. Aufgeladen ist es etwa nach 2,5 Stunden. Im Akkubetrieb laufen CPU und Grafikchip allerdings mit gedrosselter Leistung. Für die volle Power sollte das Gerät am Stromkabel bleiben. So viel Leistung heizt das Gerät auf und bringt die Lüfter zum Rauschen. Beim Arbeiten sind es nur hörbare 2 Zone, unter Volllast wird es mit 6,4 Zone ziemlich laut. Gamer mit Headset merken davon nicht viel, Mitreisende in der Bahn fühlen sich aber mit Sicherheit schnell gestört. Bunte RGB-LEDs dürfen auch beim Beast nicht fehlen. Die ausgeleuchtete Tastatur erzeugt ein schönes Farbenspiel. Das ist praktisch und sieht in dunkler Umgebung cool aus. Dazu haben die Tasten einen ordentlichen Hub, auch wenn sie teils gedrängt angeordnet sind. Anschlüsse gibt es genug. Zur Verfügung stehen je eine schnelle USB 3.2 Buchse der zweiten Generation vom Typ A und Typ C. Die C-Buchse ist mit DisplayPort und eignet sich zum Anschließen des Monitors, Akkuladen oder fürs Kopieren von Daten. Zwei weitere USB 3.2 Ports der ersten Generation für Maus und Tastatur sind auch dabei. Dazu noch ein HDMI-Port, Headset und Netzwerkanschluss. Kabellos geht man per flinkem WLAN AX ins Netz. Ja, das Medion Eraser Beast X25 kostet eine Menge Geld. Es bietet aber auch alles, was das Gamerherz begehrt. Leistung satt, einen riesigen Speicher, Top-Display, einen tollen Akku und für Notebook-Verhältnisse recht viele Anschlüsse. Außerdem verlangt die Konkurrenz für vergleichbare Gaming-Notebooks einige hundert Euro mehr.